Die Tagesschau hat bereits Ende 2013 eine App für Windows 8 veröffentlicht, die Anwendung wurde seitdem aber nicht sonderlich gepflegt und auch nicht für das neue Design unter Windows 10 angepasst. Zwei Entwickler haben sich das Ziel gesetzt, ihren Teil dazu beizutragen, dass die sogenannte App-Lücke unter Windows gefüllt wird. Daher haben sie sich erstmal der Tagesschau-App angenommen und vor kurzem eine Beta-Version für Windows 10 und Windows 10 Mobile veröffentlicht, die wir für euch getestet haben. Öffnet ihr die Anwendung, so werdet ihr sofort das typische Design der neuen Windows 10 Universal Apps bemerken. Und durch einen sehr klugen Einsatz der bestehenden Möglichkeiten ist die App nicht nur sehr schlicht und übersichtlich, sondern unserer Meinung nach auch eine der am besten gestalteten Apps für Windows 10 Mobile. Oben befindet sich die Headline des aktuellen Abschnitts, rechts davon die Suche und darunter die einzelnen Kategorien der Berichterstattung, also alle Meldungen, Inland, Ausland und so weiter. Die Bedienung ist dadurch einerseits logisch, andererseits ist es eine kleine Hommage an das Metro-Design. Die einzelne Artikelansicht ist zwar recht einfach am Smartphone, am PC aber ein wahres Highlight, denn im Hintergrund wird das Artikelbild im Vollbildschirm angezeigt, davor das Fenster mit dem Text und darunter die Kommentare. Das Hamburger-Menü oben links ist natürlich auch präsent und von dort kommt ihr zu den Nachrichten, Videos oder dem Wetter. Die unterschiedlichen Sendungen können jederzeit direkt in der App angesehen werden und die Streams funktionieren gänzlich ohne Probleme. Auch die Wettersektion ist am PC wesentlich beeindruckender gestaltet als am Smartphone, soll aber dennoch nicht mit anderen bestehenden Wetter-Apps konkurrieren. Für die Info zwischendurch reicht es allemal. Im unteren Abschnitt des Hamburger-Menüs könnt ihr euch mit eurem Account einloggen, um Kommentare zu verfassen sowie einige Einstellungen vornehmen. Ihr könnt direkt in der App über die Berechtigung bestimmen, die Videoqualität festlegen und das Design wählen, sprich ihr habt die Wahl zwischen hell und dunkel, was vor allem für Besitzer von AMOLED-Smartphones interessant sein dürfte. Zudem könnt ihr die Entwickler mittels einer kleinen Spende unterstützen und falls ihr die App benutzt, solltet ihr dies auch dringend in Betracht ziehen. Alles in allem ist die tägliche Schau großartig und unserer Meinung nach ein Paradebeispiel für eine gelungene Universal App für Windows 10 und Windows 10 Mobile. Sie ist schlicht, einfach zu bedienen und lässt dennoch in Sachen Funktionalität keine Wünsche übrig. Sie hält sich an Microsofts Vorgaben für das Universal App Design und ist konsistent mit anderen Anwendungen, bringt aber zusätzlich durch den Hintergrund in der Artikelansicht, die halbtransparente App-Leiste oder den einzelnen kartenähnlichen Abschnitten eine eigene Note mit sich, die wir äußerst schätzen.